Mein Gericht ist Kalbskuddeln mit dem Schwarzwaldmiso. Das Ganze mit dem Miso vom Peter Koch auf Brennnesseln mit karamellisiertem Aal und dem Lammherzumami. Ja, meine Inspiration habe ich also von meinem Vater. Das war in einer kurzen Unterhaltung, als er dann rausstellte, ich will Kuddeln machen. Und beim Kochen bin ich dann quasi auf diese Thematik gekommen. Und ich wollte das Genussnetz mit einbinden. Und da kam quasi dann das Miso vom Peter Koch dann wieder mit ins Spiel. Also wir tun den Aal quasi, wie soll ich sagen, den Geschmack ein bisschen multiplizieren, weil wir den mit Muscovado-Zucker karamellisieren. Muscovado-Zucker ist schon ein Rohrzucker. Den tun wir auch nicht klassisch wie mit einem Bunsenbrenner abbrennen, weil der wird sonst verbrennen, sondern machen das mit einem Heißluftföhn. Das Lammherz wird in Sojasauce geweizt, wird dann sous vide gegart, danach getrocknet und dann kannst du das hobeln und es hat einfach ein, ja, es ist ja, Umami einfach, es ist purer Geschmack. Und das Ganze da oben drauf hilft dem Ganzen einfach noch zu mehr Spannung und zu noch mehr Tiefe. Und ich will das Gericht auf jeden Fall auf die Karte nehmen, weil es passt jetzt wunderbar in die herbstliche Saison rein. Es darf ein bisschen deftiger sein, mit den Aromen ein bisschen kräftiger gewürzt. Ja, und ich freue mich schon drauf, was die Gäste dazu sagen.